Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute habe ich hier mal was von Lego mitgebracht, hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar aus der Serie Creator, die 31100, 3 in 1, das heißt also, ihr könnt drei verschiedene Sachen daraus bauen. Nicht gleichzeitig, denn immer wieder wird gefragt, ich habe nur eins rausgekriegt, wo sind die zwei anderen? Die sind noch im Laden. Die müsst ihr dann noch kaufen. Aber ihr zerstört das, was ihr gebaut habt, und baut dann das andere. Und dann geht das. Ja, das ist die Rückseite. Gibt es auch bei Lego Rückseiten. So, das sind 134 Bauteile. Die UVP ist 9,99 Euro. Wir haben es bei Lego gekauft für 6,99 Euro. Bei Lego ist es ausverkauft. Wenn er das kaufen wollt, dann könnt ihr das nur über andere Händler beziehen. Achtet dann auf den Preis für 7 Euro, also 6,99 Euro dürfte das okay sein. Mal sehen, ich habe es noch nicht aufgemacht, original verpackt. Nein, wir schneiden es auf. Auch wenn ich nachher den Karton wegschmeiße, ist mir wurscht. Ich folge diesen Anweisungen nicht. Habe schließlich auch mein Brockeholz, mein Stolz. Ja. Klemmi ist auch da, aber der muss arbeiten. Ja, muss auch sein. Echt? Aber ich freue mich schon drauf, wenn das zusammenbaut. Wieso? Was ist jetzt wieder? Was hast du da vorher rausgenommen und wieder zugepappt? Gar nichts. Komm. Das stellen wir mal hier hin. Neben dem kleinen Säugefisch oder was es auch immer sein mag. So. Ja, es sind drei Bauanleitungen dabei. Finde ich sehr gut. Ich nehme, nehmen wir gleich das erste. Ach, die lege ich mal hier werbewirksam hin. Ja, so. Ein Flieg rum, das heißt nicht Flugzeug, das heißt Flieg rum. Also Flieg rumzeug. Genau. So, dann wollen wir das Ganze mal ausschütten. Soweit wie es aussieht, ist die Figur nur als Werbung dabei. Also ja. Ohne Figur. Ihr müsst das selber mitbringen. Muss nicht unbedingt so sein wie meine. Oder meine. Kann auch schlanker sein. Mikrokratzer. Ansonsten okay. Ja. Und hier haben wir eine ganz große Tüte. Bin mal gespannt, wann die auf die Idee kommen, diese Tüten in eine reinzuschmeißen. Ja. Könntest du jede Menge Plastik sparen. Ja, das ist eine Papiertüte, danke. Oder einfach so ein Karton. Nee, das geht nicht. Wenn da einer dann den großen Reisemann macht, ja, dann kann er die Dinger rausklauen. Ne? Mhm. So. Das sind ja sehr schnell offen, die Dinger. Auf jeden Fall. Einmal knack und Ruhe ist. So. Da wollen wir mal schauen. Erstmal das Glossophonium weg. Ich denke mal, das sind die Aufhängungen für die Räder. Okay. Ich finde es schön. Der klaut schon wieder. Ja. Klemmi klaut. Heute mache ich meinen Reifendienst. Ach komm, oh Gott. Da werden die wieder mal nicht richtig ausgewuchtet. Achtet auf meine Worte.
Warum hüpft das Auto? Gerade bei Regen. Kann auch sein, dass der Sturz verstellt ist. So ein bisschen. Ja. Tja, woher ich das weiß? Ich habe früher mal Autos gekauft, auf mich zugelassen, repariert und wieder verkauft. Wenn es auf dich zulässt, bist du kein Autohändler. Gut, ich erst mit einem neuen gesetzt, was auch fürs Internet gilt, wahrscheinlich auch erledigt. Ja. Ja, für Internetverkäufer wird es jetzt richtig eng. Ein Umsatz von 2000 Euro im Jahr oder 30 Kaufaktionen und ihr werdet vom Finanzamt als Händler eingestuft. Dann sag ich nur, viel Spaß. Ja, was willst du machen? Da kannst du nichts gegen machen. Man hätte das Richtige wählen sollen, aber naja. Jedem das Seine und mir das Meine. Oh, wird es in Deutschland sehr viele Neugründungen von Firma geben? Oh, ja. Von kleinen Unternehmen. Auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich lache darüber, aber... Was willst du denn sonst anderes machen, außer lachen? Einfach nur schlimm. Wird immer schlimmer. Ihr werdet's merken. Ihr werdet's merken. Na gut. Schon sehr interessant aufgebaut. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht, hier mit dem Ding. Das hätte man den Leuten noch ein bisschen anders mitteilen können. Ich hätte jetzt bald was gesagt. Das kommt jetzt da rein. Und dann haben wir hier so zwei lange Platten. Die kommen dann so da drüber. Ja. Ja, komische Bauart. Aber naja, mal sehen, was draus wird. So, dann wollen wir das hier nehmen. Und wo ist das andere? Das hier nehmen. Dann haben wir was Rotes. Das kleine Rote. Das gleiche auch vorne. Wo ist der zweite? Da ist er. Haben unter der Hand, verstehst du? Ist heftig. Ganz, ganz heftig. So, ja. Ja, zwei blaue Punkte. Ist das ein Polizeiwagen? Nee, nicht? Nö. Haben sie wieder zu viel blaue 1x1 Round eingekauft. Ja? So, hier 1x1 Pins. Kann sein, dass die für... Na, die wird das für Flugzeuge gebraucht, sehe ich gerade. Ich baue das Auto, nicht das Flugzeug. Ja. So, jetzt geht's rund. Sagte der Spatz und flog durch den Ventilator. Halt, das sind andere. Dabei kamen keine Tieren zu Schaden. Beim Ventilator? Ja. Woher willst du das wissen? Bist du mitgeflogen? Nee, bei den Dreharbeiten zu dem Film hier. Oh, ein Elektroauto, zwei Stromanschlüsse. Ja.
Aha. Ja, bald könnt ihr eure Autos wegschmeißen. Wir auch. Nee, wir haben ein Gasauto, ne? Wollen wir Ja. sehen, wie das geregelt wird. Grüne Plaketten darf ich nicht fahren. Unten in München, da gibt es ja jetzt Ja. einige Straßen oder Innenstadt oder Wo sowas, keine wo Dieselfahrzeuge mehr rein dürfen. Innenstadt und Ring. gar keine Verbrenner mehr. Gar keine Verbrenner mehr. Bravo, Leute, das habt ihr gut hingekriegt. Nur noch E-Autos. Ausschließlich E-Autos. Mal sehen, wann sie grün angemalt werden müssen, damit man sie von Weitem schon erkennt. Tut mir leid, aber das ist albern, was sie da treiben. Ich frage mich, wie das aussieht mit den Hybrid-Dingern. Ah, die dürfen. Das können sich nur Reiche leisten, das darf. Und Grüne fahren auch Hybrid, denke ich mal. Wir wollen ja da drin fahren. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also Sachen, die dann brauchst du eine Ausnahmegenehmigung als Lieferverkehr und weiß nicht was. Wenn du sie kriegst. Ja. Wenn du sie kriegst. Und wenn, dann darfst du teuer bezahlen. Ja, klar. Tut mir leid, aber ich bin da schadenfroh. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe die nicht gewählt, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Jeder normal denkende Mensch hätte das wissen müssen. Ich meine, wenn da eine nette Frau ist, die sagt, dass, wie war das mit den Hunderttausenden von Kilometern weg sind? Ja, in den Ländern außenrum in Ja. Deutschland oder andere Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind von Ja, Deutschland. genau drauf achten. Hunderttausende von Kilometern. Denkt mal nach, wo das sein könnte. Mond. Und schreibt's uns in die Kommentare. Wo könnte das sein? Ja, ich bin einer, der nicht unbedingt jetzt hier einen auf Politik macht, aber langsam geht es einem über die Hutschnur, was sie da treiben. Das ist entsetzlich. Ich bin auch nur, dass ich auf der richtigen Seite bin. Jo. Jo. Vom vielen Gequatsche. Falsch rum eingebaut, fast immer. Ja, jetzt, wo wir ja auch zum Frühstück in fast allen Lebensmitteln Käfer haben. Die Idioten haben früher die Dings hier. Wie heißt diese. Die Käfer rausholen und so weiter. Kammerjäger. Kammerjäger geholt, verstehst du? Um die Käfer loszuwerden, jetzt kriegst du sie zu fressen. So. Jetzt musst du sie fressen. So kann man wieder Arbeiterspanne als Staat. Gesundheitsamt. Für was? Da ist ja alles drin. Ich weiß nicht, du solltest mal gucken, da ist eben gerade ein Fenster aufgegangen, aber es scheint gerade zu laufen. Mal gucken. Keine Ahnung. Läuft's noch? Die Zahl läuft auch, ja. Ja, sieht so aus. Ja, läuft noch. Warum ist das jetzt aufgegangen? Keine Ahnung. Dem warten nach. Naja, solange es nicht im Film zu sehen ist, wenn nicht, schneid's raus. Dann hat sich das auch erledigt hier mit dem Vegan, sage ich euch gleich. Weil in dem veganen Zeug ist dann auch Käfermüll drin. Dann hat sich das erledigt. Hat sich's ausveganiert. Da fehlt mir noch was drin, oder? Könnte sein.
Ja, normal nicht. Na, so, so ist das hier. Guck nur mal her, noch ein weiter vor. So. Ah. Warum musst du mit? Da vom Gequatsche. Immer ich. Jetzt mit dem Schuh raus. Oder besser gesagt, ein Auto. Hat der Profil auf den Reifen? Ja. Ist auch in der richtigen Richtung? Ja, das nicht, ne. Da ist jetzt kein keine Richtung. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Ach so. Ist immer noch nicht richtig, hier der Mist. Jetzt. Weiß nicht, ich bin heute irgendwie nicht fit. Aber ist egal. Hauptsache, es wird fertig. Ja. Wo habe ich wieder vermurkst? Wieso? So kommt das nicht hin. Das muss hier hin. Ah, ich weiß auch wo. Da, die Ecke, die habe ich nicht im Griff. Egal. Das kriegen wir hin. Das habe ich jetzt dreimal abgenommen. Finde ich cool. Ja. Ich breche nicht ab und mach's neu. Ganz im Gegenteil. Ich sag mir, habe mich verbaut. Kann es auch jeder sehen. Ist halt so. Ja, nicht so wie andere, die hergehen und dann... oh nee. Ich baue es einfach fertig und stell's hin. Dann blamier ich mich nicht. Dass ich zu doof zum Bauen bin. Ich sag wenigstens hier, guck, hat nicht hingehauen. Und? Wo ist das Problem? Ja. Jeder verbaut sich mal. Auf jeden Fall. Ich gleich dreimal. Haha. Ja, ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Genau. Ah ja. Kommt bestimmt der Spüler dran. Garantiert. Ja, der hat ein Handtuch dabei und ein Glas mit Wasser. Und dann spült er. falsch rum, ruft's aus dem Wald. Ja. Schau doch, jetzt will er schon wieder was nicht hin. Das habe ich da drauf gemacht. Das da drauf. Die wollen mich verarschen. Ah, verkehrt rum. Ich habe verkehrt rum geguckt. Gibt's denn sowas? Ja. Ich muss andersrum drauf machen.
mich aber nicht gelassen. Also nach und nach sieht man so ein bisschen Erfolg. Ja. Die Lufthutze drauf. Hier kommt jetzt die Firma Stoß und Stange. Denke ich mal. Nein! Das ist er. Mr. Hoch und Runter. Der Heckspoiler, der als letztes dem Fahrer bei einem Unfall durch den Kopf geht. Ja, irgendwas muss man ja. Ne? Wo ist denn die da? Macht einer Beweisfotos. Jeder kann sehen, dass du dich verbaut hast. Oh Mann. Das soll nicht heißen, dass nur ich schuld bin. In dem Doch. Fall warst du mal schuld. Jetzt weiß ich, warum ich es aufbauen durfte. Er wollte mal wieder nicht schuld sein. Ist wohl trotzdem meine Schuld, weil ich habe es dich ja aufbauen lassen. Genau. Genau. Jetzt, wo du das sagst. Fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. So. Das gibt unter Garantie die Vorderfront. Das setzt er jetzt garantiert in die Shorts mit dem Untertitel Guck, Rentner baut. Ja, so ist er. Da steht unten drunter betreutes Klemmen. Oh. Nee, du machst das richtig gut. Ja, ist klar. Habe ich auch immer zu Oma Eusebia gesagt, beim Waschbecken tieftauchen nicht aussaufen. Und wenn, egal. Gib Punkte. Ui, jetzt brauchen wir ein Lenkrad. Ui. Das Ding brauchen wir. Dann brauchen wir sowas. Und da kommt es dann drauf. Oh, mit Hüpe. Mit Hüpe. Na sowas. Ja. Jetzt kommen noch Seitenteile. Das ist ja der Hammer. So. Das kommt dahin. Na. Ja, fusselt nicht. Oh, warte, Zille. Fusselt nicht. Ich glaube, den Rest nehmen wir mit am 25. Dann lassen wir mal fusseln. Wir wickeln den einen damit. Ich mag ihn irgendwie. Ja, ist cool. Ja, hallo. Genauso wie Marc. Genau, wollte ich auch sagen. Irgendwie passen die zu uns, oder? Ja. Ah, Mann. Ich freue mich schon am 25. Oh ja.
Seitendufteinlässe. Geil. Gefällt mir. Mit dem Motor gekühlt wird. Ja. Weil die Luft hutze hutzt so. So, was haben wir da jetzt noch? Die andere Seite. Du hast schon festgemacht. Eben. Ui. Ach, keine Laufrichtung. Ah. Fertig. Das wird für die anderen Modelle gebraucht. Ja. Also ich würde mal sagen, nachdem ich mich hier hinten saublöd angestellt habe, ich gebe es wenigstens zu, geiler Flitzer. Ja. Super geiler Flitzer. Gefällt mir. Von mir eine 100%ige Kaufempfehlung. Steine sind okay, Mikrokratzer wie alle Arten von Steine. Ja gut, da gibt es auch welche, die kannst du nicht angucken. Aber hier bei Dings hier bei der Firma nicht. Das geht. Lego ist okay. Kann man so lassen. Für den Preis von 7 Euro. Auf jeden Fall für 7 Euro eine 100%ige Kaufempfehlung, Leute. Ja. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das Ding schon mal aufgebaut habt oder noch irgendwo im Schrank liegen habt und aufbauen möchtet. Ich find's geil. Ich freue mich schon, wenn die anderen zwei baust. Mhm. So, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare rein. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit: Wir sehen uns im nächsten Video. Tschö, Leute. Tschüss.